Aber wir haben das Problem, wir wollen ja ihn, also unseren eigentlichen Alchemisten, also den Konstantin, heißt er, glaube ich, war das, den wollen wir auf unsere Seite bringen, damit wir auch bei ihm anfangen dürfen. So, ich gehe den hier zur Taverne, nach Corinnes. Wir rennen mal zur Taverne weiter. Immer schön mit etwas. Ah! Im Anschlag. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Die sind noch ein bisschen stärker, die Viecher, als ich. Aber damit dürfte es gehen, wenn wir noch etwas gegen unser Mana essen. So, schauen wir mal. Speichern. Vielleicht werde ich gleich doch erstmal ein bisschen Stärke zu mir nehmen müssen. Ich bin noch nicht ganz einig mit mir selber. Vier, schauen wir mal, wie es läuft. Ach, Schnauze! Wow. Der hat voll daneben geschmissen. Komm her. Wuhu! Wuhu! Boah! Nee. Mal ganz schnell wieder zurück. Ich muss dringend was machen. Also, ja. Ne, obwohl, ich probiere erstmal weiter zu rennen. Also, denn die knocken mich ja um hier. Ich muss wohl doch erstmal dafür sorgen, dass ich eine bessere Rüstung bekomme. Sonst kippe ich hier ja dermaßen schnell aus den Latschen. Das kommt davon, wenn man irgendwelchen komischen Piratenspinnern seine einzige Rüstung gibt. Was lernen wir daraus? Macht das nie wieder. Soll nächstes Mal sehen, wie er in die Stadt kommt. Molorett, Molorett, Molorett. Sollen wir die mal stehen lassen? Obwohl, nee, ich habe Angst. Nee, ich habe Angst. Ich gehe erstmal zurück zur Stadt. Ich schaue mich doch. Ich wäre jetzt liebend gern weitergerannt zum Kloster der Feuermagier. Aber das ist mir hier ein bisschen zu gewagt. Ich habe weder großartig Stärke, na, ein bisschen zumindest, noch habe ich Rüstung. So geht's also nicht, was ich jetzt vorhatte. Dass ich alles erstmal für Dings aufhebe, für die Feuermagier. Dann werde ich wohl erstmal mich ein bisschen noch in der Stadt begnügen müssen. Na, was soll's. Schauen wir uns halt erstmal das Hafenviertel noch an. Das gibt es ja auch noch. Und gucken, wo er uns was beibringen kann von denen. Aber ihr habt schon gesehen, eben eine der Neuerungen bei Gothic 2. Nun brauchen auch, je nachdem, Nahkampfwaffen Geschicklichkeit anstatt Stärke. Okay, bei Degen ist es ja eigentlich, eigentlich auch richtig so. Mit dem Degen muss man ja geschickt sein. Übrigens, als wir das Quest gemacht haben für den Schmied, wo wir die Orkwaffe gebraucht haben, hier oben in diesem Waldstück gerade, gibt es eine Höhle. In dieser Höhle steht ein Orkspeer rum. Also das ist also noch ein Ork dann quasi, im Gegensatz zu dem auf der anderen Seite. Und der ist wirklich eine der Möglichkeiten, wie er an die Orkwaffe rankommt, wenn er den Ork dann hier hinlockt. Die andere Möglichkeit wäre, dass er hier an dem Waldstück entlang geht, also hier an der Mauer. Da kommt ihr weiter hinten auch zu einer Höhle, da liegt eine Orkwaffe drin. Einfach mal so. So, Daron, du willst mich nicht zufällig zum Kloster bringen? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du Das ist doch kein Geheimnis willst. mehr. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innus, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Okay. So. Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Habe ich keinen Schmerz mit. Und er bringt mich immer noch nicht da hoch. So, ich glaube, der hier war. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Ja, was mit dem anderen? Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Bist du dir sicher? Zeig mir deine Ware.
Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Ist aber ein ganz feiner Zug von ihm. Was ist das denn hier? Amulett der Erleuchtung. Lebensenergie plus 30. Stopp, ich wollte noch gucken. Was gibt's denn hier unten so alles? Göttliche Kraft. Was? Okay. Roter Tränenpfeffer. Vorsicht, scharf. Das habe ich schon immer gesagt. Weißweile, ja, das sind alles Tränke, das interessiert mich aber nicht. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster, wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen... Wenn er draußen vorm Osttor... Das ist mal wieder typisch. Wo genau sammelt Konstantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Aber Kronstöckel habe ich doch eben gefunden, oder? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe gerade Kronstöckel, tatsächlich, habe ich eben gefunden. Ich glaube da nicht. Aber jetzt gibt's erstmal was. Ist die Frage. Einen Lehrer. Ach, ich glaube, den gab's im Hafenviertel. Aber jetzt geben wir erstmal bei Bosper doch die Fälle ab. Um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Ja, du mit deinem unerlaubten Eindringen ist gerade mal Latte. Du schwätzt schön. Aber ihr merkt schon, wenn wir jetzt hier so durch die Stadt rennen, oder generell durch die Umgebung, es gibt wesentlich mehr NPCs als bei Gothic 1. Ich glaube, es gibt doppelt so viele NPCs. Was natürlich sehr schön ist. Muss man ja schon sagen. Meine Meinung will ja keiner hören. Richtig, deine Meinung will keiner hören. So. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Ich will aber die Fläschchen abfüllen. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Das eine tut dem anderen ja nichts ab. Stopp. Ich will doch hier was bei dir verkaufen. Zeig mir deine... So, bei dir. Ich habe doch hier noch Fälle gehabt. Ach Quatsch, muss ja so machen jetzt. Und Schattenläuferfell abgeben. Was haben wir hier noch alles? Goldbrocken. Silberner Ring, weg damit. Bruchstück eines großen Ornamentrings. Das gibt bestimmt noch einiges. Ansonsten der Rest. komm, gib mal ab. Brauchen wir nicht. Rossiaks, brauchen wir nicht. Bald mehr. Weg. Ja. Da haben wir schon mal einiges. Und ich glaube, hier drüben gab es Rüstungen. Der Kerl hat Rüstungen verkauft, soweit ich mich erinnern kann. Matteo! Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Wie viel? 250! Ei! Eieiei. Es wäre ja eigentlich gut, wenn wir eine hätten, ne? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Komm, wir machen's mal. Es bringt ja nichts, wir müssen ja uns irgendwie schützen. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Ich werde sie lieben. Ja, super. So, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Jo, 25 plus. Wir sehen zwar jetzt aus wie ein Lackaffe, aber... Sie wird uns definitiv mehr schützen als das, was wir bisher hatten, nämlich gar nichts. Das ist schade um das ganze Gold jetzt schon. Oh, ein Drogensüchtiger! Willkommen im Hafenviertel, meine lieben Freunde. Ja, das war jetzt eine scheiß Überleitung. Wer bist du denn? Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Doch, geht eigentlich. Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Aha. Ja, Baby, komm her. Der arme Kerl kann einem leid. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert?
Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Ah. Die Miliz kam natürlich wie... Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Ja, das ist gut. Also, irgendwo im Hafen ist er verschwunden. So viel wissen wir schon mal. Ich wundere mich über so, du bist hässlich? Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Nicht willst du in die Kneipe? Nein, gerade noch nicht. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht richtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Was willst du? Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Nein? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Von mir erfährt keiner was. Wir können ja mal sehen, was die Miliz dazu sagt. Die Miliz ist nicht hier. Und weißt du auch, warum sie nicht hier ist? Das hier ist das Hafenviertel, Kleiner. Hier wird sich keiner von der Miliz mit mir anlegen. Das werden wir noch sehen, Kollege. Die gehen höchstens in die Rote Laterne. Du siehst, wir sind ganz unter uns. Nein, du kriegst nichts. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Oh, oh. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Mama. Mamma mia. Mamma mia. Lass mich bloß in Ruhe. La la la. Bleib stehen, du... Nein, geh kacken! Da zischt er wieder ab. So, gibt's hier oben noch Pflanzen, wo ich gerade bei hier hochgerannt bin? Ich glaubte nämlich nicht. Also hier sind wir jetzt übrigens wieder bei der Laterne. Jo. Ich auch. Bei der Kaserne, so heißt das Ganze. So, wenn der Kerl weg ist, dann können wir ja hier mal weiter gucken. Wuhu! So, hier ist ein Arbeiter, da ist noch ein Arbeiter, da ist ein Garvel. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Tja, shit happens. Boah. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Hm, noch einer, der verschwunden ist. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja, das war doof von dir. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Ja, nicht immer auf den Orks rumhacken. Fangen wir an. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Gut. Lassen wir das mal. Der ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Ist auch gerade mal egal. Oder ist das der? Nee, das ist Brahim. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Naja. Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Naja. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Die werde ich mir jetzt aber nicht holen. Ich kenne mich in dieser Stadt aus. Zeig mir deine Karten. Ich guck mal, hat er auch eine normale? Landkarte grün ist 250 Gold. Okay, na. Komm später noch. Ja. Später gerne, aber jetzt na. Na. Hey. Wer bist du? Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, oh, was? Oh Gott. Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Noch ein... Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Noch so ein Norddeutscher. Was machst du hier?
Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Das ist schlecht. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Ah, okay. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Wahre Worte? Nee, wir lassen uns jetzt mal nicht über den Hafen erzählen. Da geht's vielmehr darum, ich will was lernen. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Laris! Du geiles Stück! Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich doch noch an Lee erinnern, oder? Na klar, mein alter Arbeitgeber! Ade, scheiße! Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Ja, ne? Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ich bräuchte einen Lehrer. Ja. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Na, ich will ganz im Kloster. Welche Gemeinschaft ist dir lieb? Kloster! Die Feuermagier. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Was? Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Okay. Ja, kannst du mir irgendwas beibringen? Ja, das steht's doch. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Ein bisschen Geschick wäre ganz praktisch. Bring mir was bei. Geschicklichkeit plus 5. Geschicklichkeit plus 5, so, das langt auch schon. Zurück. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit ja, gewonnen. Ja, ich bin sowieso der Geschickteste, der hier rumrennt. So, Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen, hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich kann es auch wegbringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Hm, ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Okay, was machst du hier? Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Gute Frage. Jetzt... Das wäre jetzt echt der Hammer, wenn das jetzt funktioniert. Wie wäre es mit einer besseren Rüstung? Hm, ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Ja,
Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zuris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Okay, jetzt habe ich schon... Ja, das ist super. Okay. Pass auf.